Als Puh sich an den Geburtstag von Ru erinnerte, vergaß er völlig das Rumpeln in seinem Bäuchlein. Heute hat Ru Geburtstag und ich habe noch kein Geschenk für ihn. Ich frage mal Kenga, ob sie weiß, was Ru so mag. Hallo, Kenga. Ich suche ein Überraschungsgeschenk für Ru. Ich dachte, du weißt sicher, was er am liebsten mag. Wie nett von dir, Puh. Ich weiß, dass Ru so gerne Tiggers Hula-Hoopla-Sprung lernen würde. Das wäre ein sehr schönes Geburtstagsgeschenk für ihn. Das ist eine wunderbare Idee, Kenga. Aber dafür brauche ich Tiggers Hilfe. Ich weiß nicht genau, wo Tigger steckt. Aber frag doch mal Rabbit. Ich glaube, dass er im Wald ist. Hallo, Rabbit. Hast du zufällig Tigger gesehen? Tigger? Ah ja, Puh, er ist zu Hause. Aber leider erreichst du ihn nicht. Tiggers Gehüpfe hat eine Gerölllawine ausgelöst, die den Weg versperrt. Ohne Schaufel kommst du nicht durch. Wo finde ich denn jetzt eine Schaufel? Ich habe eine auf dem Weg zu Ferkels Haus gesehen, ja. Aber um die Brücke herunterzulassen, brauchst du eine Kurbel. Vielleicht kommt die Brücke hier herunter, wenn ich die Kurbel da drehe. Hmm.
Hey, Kleiner, wenn du wieder Hilfe brauchst, dann pfeif einfach. Oh, herrje, ich krieg diese Schaufel nicht aus dem Boden. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Oh, Gopher, könntest du mir helfen, die Schaufel herauszuziehen? Klar, ich drück von unten und du schnappst sie dir. Aber du musst dich beeilen. Ich kann dir nicht lange helfen. Für solche Dinge gibt es feste Regeln. Oh, danke, Gopher. Hoho, stets zu Diensten, Kleiner. Vielleicht kriege ich mit dieser Schaufel den Weg frei. Thank you.
Hallo, Tigger. Hallo, Puh. Tigger, ich wollte bloß fragen, ob du Ruh deinen Hula-Hupla-Sprung zum Geburtstag beibringen kannst. Natürlich kann ich das, Puh. Schließlich ist Hüpfen das, was Tigger am besten können. Aber erst brauche ich mal deine Hilfe. Ich habe angefangen zu hüpfen und kann nicht mehr aufhören. Verstehe, aber... Wie kann ich dir helfen, Tigger? Wenn du diesen Schlüssel nimmst, findest du vielleicht was Nützliches, um mich drüben bei meinem Haus anzuhalten. Oh je, der Schlüssel ist heruntergefallen. Aber ich gehe ihn suchen. Wiedersehen, Tigger. Vielleicht hilft mir dieser Schlüssel, das Tor zu Tiggers Haus zu öffnen. Wait.
Dieser Topfklebstoff ist irgendwie... Na, ein Glück! Ich hüpfe gern, aber stehen bleiben macht auch Spaß. Jetzt kann ich... Ups, ich glaube, da haben wir schon das nächste Problem. Ach, keine Angst, Tigger. Ich werde Rabbit bitten, mir zu helfen. Danke, Pooh. Ich wette, unser Langohr hat was Praktisches parat, um einen Tigger loszueisen. Entschuldige, Rabbit, aber hast du vielleicht etwas, womit ich Tigger wieder losbekomme? Oh, ich hab genau das Richtige. Dieser Stoff eignet sich perfekt, um Sachen abzulösen. Ja, wenn die Maschine doch bloß funktionieren würde. Kann ich helfen? Oh, ja, ja. Du musst die Hebel in der richtigen Reihenfolge drücken. Aber die habe ich vergessen. Ja. Hurra! Meine Maschine läuft wieder. Danke, Pooh. Oh, fast hätte ich's vergessen. Hier ist ein Stock, um Tigger zu helfen. Jetzt muss ich meine Möhren weitergießen. So ein praktischer Stock. Wofür der wohl gut ist? Ich glaube, ich frag mal Tigger. Danke, du bist der besteste Bärenfreund, den man sich nur wünschen kann. Puh. Ach je, ich stecke fest. Keine Sorge, mein Bärenfreund. Ich hol Gopher. Er hat ein Händchen fürs Ausbuddeln von Sachen. Ich tarne mich lieber, damit mich niemand sieht.
bist genau der Gopher, den ich gesucht habe. Der olle Puh steckt in einem deiner Gopher-typischen Löcher fest. Klingt nach einer Aufgabe für Leute wie mich mit Ausgrabungskenntnissen. Ich kümmere mich gleich darum. Vielen Dank, Gopher. Dann warte ich so lange hier auf dich. So, das wär's. Aber pass beim nächsten Mal auf, wo du hinläufst. Das ist ein sehr guter Rat, Gopher. Vielen Dank. Hey, Kleiner. Ich glaube, dieser Tiger wartet auf dich. Wir müssen uns beeilen, Puh. Ruhs Geburtstagsfeier fängt bald an. Alles Gute zum Geburtstag, Ruh. Tigger, Puh, ihr seid da. Aber natürlich, kleiner Ruh. Wir sind pünktlich auf die Minute hier, damit ich dir den Hula-Hoopla-Sprung beibringe. Oh, Tigger, das wäre das beste Geburtstagsgeschenk aller Zeiten. Und tatsächlich, Puh erinnerte sich, dass Ruhs Geburtstagsfeier ein großer Erfolg gewesen war. Ein